Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf meinem Kanal Hill Climb Racing 2. Und let's go. So, ich habe es wie letztes Mal eingestellt, dass ich D zum Gas und A zum Bremsen. So, der Speedy ist schon tot. Ja, der ist ja selber schuld, wenn er sich's genug bricht. Und mehr als Ziel erreicht. Rekord mit Hill Climb Racer. 23.002. Der andere hat 26.000 und der andere 28.000. Oder ist das ein Komma? Ich weiß es nicht. So. Sag, mein Spitzname ist... einfach Dr. PH oder Dr. Ach komm, wir machen Dr. Drachen. Wer? So, die steht jetzt für Dr. Philipp Drachenberg. Let's go. Okay, neuer Lack. Feuerwehrmann. 1000 Münzen. So, ich hoffe, es kommt nicht die ganze Zeit Werbung. Aber ich hoffe, das ist nicht mal so. Hier können wir wieder Sache verbessern. Dort gibt es auch noch Teile, die mir aufrüsten können, damit mir besser wäre. Schrott. Da können wir dann die unnötigen Teile wieder verschrotten. Dann haben wir hier unsere Upgrades. Dort haben wir die unterschiedlichen Fahrzeuge, die erreicht man unterschiedliche Stufe. So wie sich das gerade anhört, kenne ich mich natürlich schon aus. Was der da oben hat, das weiß ich leider nicht. Ah doch, das ist diese Punkte hier, wie stark ein Auto werfen kann. So, dann haben wir einmal die Figur. Dort gibt es jetzt ganz viele, die bekommt man in solche Truhe, wie wir gerade eben gesehen haben. Beim Waage gibt es zum Beispiel auch noch ein neuer Lack. Zack. Und dann gehen wir nochmal zurück. Abenteuer. Dort gibt es wahrscheinlich die unterschiedlichen Welten. Dann gibt es hier ein Team, Ereignisse, die man dann später noch machen könne. Und natürlich der Shop, wo man so Kack kaufen kann, der Geld kostet. So, dann würde ich sagen, starte mir aber jetzt mal, nachdem ich jetzt so viel Müll gelabert habe. Hügelrennen. Du. Wenn man den Boost-Button dort reinbekommt, in das grüne Feld am Anfang, dann ist man am schnellsten. Hier finde ich meinen Namen ein bisschen kurz. Nun ja, Philipp Drachenberg hat leider nicht reingepasst. Weil ich möchte noch so mich auf dem Hauptaccount vielleicht noch umbenennen. Wenn wir mal noch ein alter Spielstand machen, weil das Spiel habe ich leider vergessen zu machen. Ja, langsam Runderrolle. Ja, und... Bäm. Und Kopf ab. Ja, Plan, neuer Rekord. 33.000. Weiter geht's. Ja, wenn es schön ins Grüne halte, dann bringt's noch was. Aber ich habe es leider diesmal wieder nicht geschafft, glaube ich. Oder? Aber ich müsste auch mal ein kleines bisschen weiter weg von meinem Mikrofon. Jetzt hört man nachher dieses Gedenkel da von meinem Metall. Okay. Ja, ist gut, ich kenne mich mit dem Spiel aus. So, gib Gas, schneller. Warum heißt mir endlich Baby? Mir heißt der Dr. Philipp Drachenberg. Hallo. Spiel, das finde ich nicht okay. Bam, erster Platz. Zack. Yeah, wir sehen alle gleich aus. Ah, stimmt gar nicht, ich habe ja meinen Feuerwehrhut. Spitze. So. Dann gucken wir uns mal das an. Okay, das gab es damals bei mir noch nicht. Okay. Ich habe jetzt auf Deutsch gestellt. Ja. Gut, dann können wir jetzt auch schon aufmachen. Aha. Turbo, überladener Turbo und Clown. Gut. Dann einmal hier drauf. Zack, jetzt sind wir auf jeden Fall schneller.
Dann besorgen wir uns doch mal das andere Outfit hier. Fertig, jetzt sehen wir noch dämlicher aus. Okay, dann gibt es hier noch eine Tagesbelohnung. So, Abenteuer, dürfen wir das jetzt machen? Na dann, starten. Nix da, wir brauchen keine Werbung. So, ihr seht gleich, was der Turbo-Überlader kann. Das sind jetzt halt die normale Welten, die wir jetzt hier besuchen. Das ist wie beim Hill Climb Racing 1. Bloß bei den einzelnen Welten hier, seht ihr gleich, bekommen wir eine Truhe freigeschaltet und die verbessert ihr Level. Und dann gibt es hier so Strecke-Bonus-Dinger. Die gibt es aber, glaube ich, immer. So, aber da bin ich mir leider nicht mehr ganz so sicher. Aber wer das weiß, darf das natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn er Lust hat. Und wer nicht weiß, der darf auch gerne was anderes in die Kommentare schreiben. Aber nun ja, egal. So, Task complete while 100 Meters. So, und jetzt nochmal irgendein anderes Thema. Ich bin gerade dabei, den Harry Potter auf Englisch zu lesen. Vielleicht interessiert es ja jemand. Turbo-Überlader schnell. Ah, perfekt. Oh, ohne Level 1 haben wir geschafft. Also alle 500 Meter gibt es ein Level-Update. Genau. Und weil mich das halt einfach interessiert, wie das die Originalsprache ist von Harry Potter, habe ich natürlich auch die Originalausgabe auf Englisch genommen und die Kinderedition. Ja, ich verstehe schon was, aber auch nicht alles. Gut, dann müssen wir leider jetzt sterben, weil ich komme dann nicht hoch. Und Fracher tot. Level 1. Video könnt ihr mir jetzt ansehen, aber darauf habe ich keine Lust. Ich muss nämlich wieder Karte Freunde herausfordern. Ihr habt doch gar keine Freunde. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal schnell fahren. Weil ich will das jetzt haben. Und das sehen wir auch, wie ich mir vorher das Level gemacht habe. Vielleicht sind wir jetzt auch schneller, wie gesagt. Andere Vergangenheitshilfe da. Schneller. Komm, gib Gas. Ah, müssen wir auf jeden Fall schneller, weil ich jetzt mich besser anstrengen werde. Gut, ihr seht, Streckebonus wird langsam weniger. So. Wie viel war es? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gut, dann machen wir noch die 200 Meter voll. So, Radstand. Also das ist jetzt eher so Renne gegen andere Leute, Renne gegen dich selber, Renne gegen die Zeit, gegen die Strecke. Ich habe jetzt auch hier mehr Events. Ich habe zwar beim Hill Climb Racing 1 auch ein paar Events, aber nun ja, hier ist das halt eher mehr auf Multiplayer gegen andere Spieler gedacht. So, ah, jetzt überhole mir dich. Aha, Vergangenheitsphilipp. So, mal gucken, wie weit wir noch kommen. Da drüben steht da übrigens, wann ihr gestorben seid. So. Und jetzt direkt Gas. Gas. Vielleicht überholen wir uns. Ja, nö. So. Okay, sehr interessant. Nein, immer noch keine Folge. Ey, was soll das jetzt? Gratis Truhen. So. Wir müssen jetzt wieder 8 Stunden warten. Task complete, climb, zack. Zack. So. Schauen wir uns doch mal an, was wir jetzt hier machen können. Aha. Brauchen wir nicht, wir bleiben bei unserem Turbo-Überlader. So. Zack. 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 So. Motor und Halt. So, jetzt haben wir nämlich wieder ein neuer Tuningplatz. Dort haben wir jetzt die Punkte freigeschaltet. Ich würde sagen, wir nehmen das. Zack. So. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Gut, Leute, dann haue ich euch mal eine Cut rein und wir sehen uns wieder, wenn ich Bronze 2 erreicht habe, um euch das kurz zu demonstrieren. Und bis gleich natürlich.
Mensch, Philipp, echt. So, und jetzt habe ich es auch schon geschafft. Neues Fahrzeug freigeschaltet, Motorroller. So. Zack. Aha, perfekt. So. Die Truhe öffne mir nachher. So, 5000 brauchen wir nämlich. Dann karte ich euch nochmal was zwischen rein. Und dann sehen wir uns, wenn ich das Geld dafür hab. Ciao, bis gleich. Gut, dann kaufen wir doch mal jetzt hier die Truhe ein oder wie auch immer. Zack. Zack. So, 5000. Nein, nichts gratis hier. Wir kaufen uns jetzt hier den neue Auto, der neue Roller. Bill freut sich schon so sehr darauf, das Fahrzeug, dass er glatt seinen Gurt vergessen hat. Moment, Matt, ich hab da gar nichts verstanden. So, sehr cool. Mit dem fahren wir jetzt auch noch schnell und dann verabschiede ich mich natürlich von euch. Dann haben wir nämlich, glaube ich, eine 12-Minute-Folge oder so. Warum ich jetzt hier das Gewicht genommen habe, sieht ihr ja. Der neigt dazu, ziemlich hoch zu fahren. Also ziemlich leicht nach vorne zu kippen. Deswegen habe ich jetzt hier das Gewicht genommen. Genau. So. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich bin nämlich gerade ein bisschen vom Mikrofon weggegangen. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder passen. So, zack. Langsam hier und loslasse. Und dann habt ihr auch schon den Ding drin. So. So, einmal so. Und dann langsam wieder ausbremsen und dann Gas geben. So. Zack. Wieder Gas geben. So, hier schön Gas geben und dann langsam auch wieder Bremse. So, bremsen, langsam anrolle und springen. So, zack. So, und perfekt. Nein. Drehen und loslassen. Zack. So, einfach runter, Füße und dann hier so langsam hoch. Da würde ich am besten wieder runtergehen. Weil mit dem noch nicht so guten Roller wäre mir wahrscheinlich auch nicht ganz so gut dort hochkommen. Oh, da hatte ich gerade Glück, dass ich nicht gestorben bin. Aha, das war gerade ganz knapp. So, langsam runterfahre. So, dann seid ihr nämlich auf der sicheren Seite. Dann könnt ihr sogar den Clown hier überholen. Und jetzt schön Gas geben und bam. Zack, Spitze. So. Ja, stopp. Gut, Leute, dann kaufen wir noch ein bisschen was, weil den Account werfe ich nachher eh weg. So. Zack. Was können wir denn noch kaufen? Shop. Na gut. Dann. Zack. 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 Bam. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch verbessern können. Sehr gut. Dann verbessert sich nämlich hier das Level. Okay, schade. Jetzt reiche ich auch leider meine Diamanten nimmer. Gut, Leute, dann hoffe ich, hat euch... Jetzt mal richtig gut Tschüss sagen. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne einen Kommentar, ob ihr nochmal ein paar alte Spielstände sehen möchtet. Weil ich habe zum Beispiel noch Clash of Clans gespielt, die beiden Hill Climb Racings und so weiter. Wenn ihr dort Bedarf habt oder Lust dazu habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn nicht, mache einfach ich das, ohne euch zu fragen. Bis bald, Leute, und ciao. Möge das Auto mit euch sein. Ciao.